Willkommen bei Yvonne und die Maus raus und einmal zeige ich euch den Inhalt der Degusta-Box vom September diesem Monat. Wir haben hier einmal Flyer und wir haben ja auch einen Hinweis auf den Adventskalender da drinnen, also so einen kleinen Prospekt. Dann haben wir hier drin, das sind so Flips, aber in der Sorte Cheese, ist jetzt nicht unbedingt ganz meins, aber nun gut, ne? Dann haben wir einmal von der Firma Bio-Organic, das sind Brötchen und zwar Vital Krustis in Demeter-Qualität. Das heißt, ich denke schon, dass wir hier bei einem Wert von 4,50 € liegen. Etwas, was immer wieder in der Box drin ist, ist Wert des Original und zwar sind das Karamell Bites. Die habe ich schon in zwei verschiedenen Sorten drin gehabt. Ist jetzt nicht ganz meins. Außenrum Karamell, innen knackiger Kern. Trotzdem ein gutes, brauchbares Produkt. Dann haben wir einmal so ein Foodie-Getränk, also so ein Kakao, sage ich mal. Ja. Überzeugt mich nicht. Trinke ich auch nicht so gerne. Sunrise Original, das kennt man noch von früher. Ist so der Klassiker schlechthin. Finde ich ganz gut. Dann einmal Grisan Zebra Bites. Ich denke, das ist ein neues Produkt in den Regalen. Es sieht sehr lecker aus. Es ist mit so einer schokoladigen Füllung absolut mega. Das erinnert ein bisschen an die Waffeln vom Eiskaffee. Dann haben wir hier einmal von der Firma Hela Tomatenketchup und zwar mit 70% Tomatenmark. Den habe ich schon getestet und ich muss ganz ehrlich sagen, der hier schmeckt meiner ganzen Familie nicht, deswegen darf er weiter wandern. Und das letzte Produkt, nein, vorletzte, ist einmal hier ein Tee und zwar Tasty My World mit verschiedenen Geschmacksnoten, zum Beispiel mit Ingwer, Orange. Also bin mal tatsächlich gespannt. Dann haben wir hier noch eins und zwar sind das Schoketten Gold. Salz, Karamell. Ihr wisst, ich mag das nicht so gerne, wenn das so salzig, karamellig ist. Ist nicht ganz meins. Eins, was hier drin ist, drin sein sollte als Produkt, Rügenwalder Mühle. Und zwar ist das so eine Art, ich sag mal, Beefy in vegetarischer Art. Das hat sich mein Sohn schon geschnappt. Das hat er mit nach oben genommen. Deswegen ist das jetzt hier in der Box nicht drin. Das ist nochmal eine komplette Übersicht, was drin war. Es ist nicht ganz meine Box, deswegen habe ich sie inzwischen auch deabonniert, diese Box. Trotzdem sicher mit guten, brauchbaren Produkten. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.